Herzlich willkommen. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete auch Beratungen an, auch Legungen, auch astrologischen Beratungen. Und diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo für David. Wir bleiben im Namen David. Selbstverständlich sind diese Beratungsvideos anonym. Also ich arbeite mit Nicknamen. Und für David habe ich schon eine Aufnahme gemacht, eine Horoskopanalyse. Aber da war noch die Geburtsurzeit nicht bekannt. Und von Daten habe ich die Geburtsurzeit berechnet. Und diese zweite Aufnahme ist eine Ergänzung. So kann ich die Lebensbereiche beschreiben und auch ein Jahreshoroskop auch deuten. Liebe David, das ist dein zweites Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag und dass ich du sagen darfst, das haben wir geklärt. Und ich habe die Geburtsurzeit berechnet, so haben wir einen vollständigen Horoskop und ich könnte vermitteln, dass du Aszendent Schütze hast. Was bedeutet diese Aszendent? In diesem Augenblick, wo und wann du geboren bist, die erste Atemzug, in dem Moment, wo dein Leben begonnen hat, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Das heißt, die Tierkreiszeichen Schütze ging auf und hat die Tageslicht erblickt, genau in diesem Moment, wo du geboren bist. Und diese Tierkreiszeichen, diese Aszendent hat eine Bedeutung. Das hat nicht mit deinen Charakterzügen oder mit deinem wahres Wesen, mit deinem Kern etwas zu tun, weil das ist die Sonne und Mond. Und natürlich die Planeten spielen auch eine Rolle, sondern diese Aszendent, diese Schütze bedeutet, dass diese Tierkreiszeichen begleitet dich im Leben. Das heißt, begrüßt dich in dein Geburt und begleitet bis zu dein Lebensende und vermittelt dir ein Kostüm. Ich könnte vielleicht das mal so beschreiben, wir sollen unserem Leben etwas spielerischer gestalten, ohne Druck, ohne Stress. Und dann können wir das so vorstellen, dass Leben ein Theater ist, die Bühne. Und selbstverständlich, wir spielen die Hauptrolle. Und dann gibt es natürlich andere Schauspieler auch und wir gestalten das. Wir machen die Bühne, wir schreiben die Drehbuch, wir spielen die Hauptrolle, wählen die Schauspieler aus. Das heißt, wir haben das auch selbst in Hand, unserem Leben zu gestalten. Natürlich gibt es Einflüsse von außen, ganz klar. Aber wir haben immer die Macht, unser Leben zu verändern. Und diese Aszendent bedeutet, dass wir dieses Kostüm bekommen und dieses Kostüm ist bei dir die Schütze. Das heißt dein Auftreten, dein Aussehen, so wie andere dich wahrnehmen. Das sind nicht die Charakterzüge oder deine Gefühle, sondern wie du wahrgenommen bist von anderen, diese Selbstdarstellung. Und dieser Schütze vermittelt dir eine optimistische Haltung, auch begleitet dich ein gewisses Glück, weil das darf man nicht vergessen, dass über die Tierkreiszeichen Schütze die Planet Jupiter herrscht und es ist das Glücksplanet, also eine optimistische Haltung und Glück begleitet dich in dein Leben und natürlich auch die Liebe auf Reisen hat
Die Schütze auch mit Bewegung etwas zu tun, das kann Sport sein oder Autos oder Reise, ist auch ein Feuerzeichen, also temperamentvoll und aktiv, ist auch ein bewegliches Zeichen, also viel in Bewegung. Und das vermittelt es, dass diese Färbung gibt dein Leben, viel auf die Reise zu gehen, viel Bewegung, Sport zu machen und da hast du einen persönlichen Zugang dazu. In diesem Punkt Aszendent, das heißt ein erster Atemzug, wo dieser Tierkreis einen Osthorizont aufstieg und dich begrüßt hat in dein Leben, wurde diesem Punkt mit einem Stern bestrahlt. Ich könnte sagen, das ist dein persönlicher Stern und dieser Stern heißt Sabik. Diesem Stern Sabik befindet sich im Sternbild Schlangenträger und übersetzt heißt die Vorausgehende. Das gehört auch zu deiner Persönlichkeit, du bist die Vorausgehende, wo etwas vorahnt oder schneller ist als die anderen, dass du die Möglichkeiten, Chancen selbst auch schneller wahrnimmst und bist die Vorausgehende, die Erste, wo Mut hat, etwas zu tun, etwas zu machen. Das heißt, es ist auch die Bewegung. Dadurch, dass wir jetzt kennen die Geburtsurzeit und die Aszendent, natürlich kann ich die Horoskop jetzt auf die Häuser einteilen. Und diese Häuser bedeuten Lebensbereiche. Ich finde dieses Wort Häuser ein bisschen unpassend, weil wir haben nicht viele Häuser, sondern wir haben ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten. Also ich würde das eher Räumlichkeiten nennen, aber ich möchte die Astrologie nicht widersprechen jetzt, sondern so wie die Fachsprache das nennt, die Horoskop ist zum Häuser unterteilt und diese Häuser sind nichts anderes als die verschiedenen Lebensbereiche und jedes Haus hat ein Symbol zu einem bestimmten Tierkreiszeichen. Man könnte sagen, ein bestimmter Tierkreiszeichen beherrscht das Haus, auch wenn die Geburtshoroskop einen anderen Tierkreiszeichen da drin steht, aber trotzdem hat diese Essenz von dem ursprünglichen Haus. Und jedes Haus hat ein Tor, ein geheimes Tor. Und mit diesem geheimen Tor öffnen wir diesen Lebensbereich. Und es ist für mich wichtig, diese Toren zu öffnen und mal untersuchen, in welchem Tor steht ein Planet oder welchem Tor wird von einem Stern bestrahlt. Stern und Planet unterscheiden sich davon, dass die Sterne befinden sich im Sternbilder. Sie haben zwar auch eine minimale Bewegung, aber wir nennen das als Fixsternen, also unbeweglich. Und die Planeten bedeuten beweglichen Sternen. Und das sind die Planeten in unserem Sonnensystem. Die sind auch Sternen, aber sie sind beweglich. Die bewegen sich durch den 12 Tierkreiszeichen und lösen in unserem Leben, in unserem Horoskop auch etwas aus, weil die sind in Bewegung, so wie unserem Leben ist auch eine ständige Bewegung. Also wir schauen jetzt an diese geheime Tore und ich könnte sagen, dieser Aszendent öffnet sich der geheime Tor zu deiner Persönlichkeit und das wird, wie ich schon sagte, von Sabik bestrahlt und das ist die Vorausgehende und das ist die Schlangenträger, diese Sternbild Schlangenträger hat auch eine Bedeutung, besonders weil das zu deiner Persönlichkeit auch einen Einfluss hat. Und dieser Schlangenträger ist nichts anderes als der himmlische Arzt Asklepios, wo ein Kind gerettet hat. Und es war gar keine leichte Lernaufgabe oder eine leichte Entscheidung, so ist vielleicht die richtige Wortwahl. Eine leichte Entscheidung war das nicht, weil
Dieser Asklepios, dieser Schlangenträger, musste das Kind heilen und kam zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich, der anderen Schlange trägte die Heilkräuter in sich. Und Asklepios, dieser Schlangenträger, musste eine wichtige Entscheidung treffen, wie heilt dieses Kind. Nimmt die Gift oder nimmt die Heilkräuter. Zum Glück hat Asklepios die richtige Heilmethode gewählt, also hat das Kind gerettet. Und das ist vielleicht für deine Persönlichkeit auch ein wichtiger Hinweis, weil du stehst immer in diesem Einfluss in dein Leben, immer wieder mal, wo du ganz wichtige Entscheidungen treffen musst. Und vielleicht sogar stehst du da ganz alleine mit dieser Verantwortung. Wie treffe ich die Entscheidung jetzt? Welche wähle ich, die Schlange mit dem Gift oder wähle ich die Schlange mit dem Heilkräuter? Und das ist immer eine gewisse Verantwortung oder Risiko ist dabei. Also ich könnte durchaus vorstellen, weil du in diesem Einfluss stehst von diesem Schlangenträger, dass du oft wichtige Entscheidungen treffen muss und die Verantwortung übernehmen muss. Aber weil dieser Sabik, dieser Stern von diesem Sternbild Schlangenträger heißt übersetzt die Vorausgehende, du ahnst auch schon voraus, was ist die richtige Entscheidung. Und das ist wichtig dann, dass du auf deinen inneren Stimme hörst, weil du hast diese Vorahnung, ah, das wird so kommen, ich glaube, das wird die richtige Entscheidung sein und hör auch diesem ersten Impuls, dann wirst du auch die richtige Entscheidung treffen und das trifft dich persönlich. Aber es ist nicht nur dieses erste Haus, was die Persönlichkeit beschreibt und da wird von diesem Tor durch Sabik bestrahlt und damit öffnen wir dieses Tor, sondern es gibt auch eine zweite Haus. Und die zweite Haus beschreibt die Werte. Die Werte, die Selbstwertgefühl, wie zu die Werten stehst und wie du Wertschätzung schenkst dir selbst gegenüber oder Wertschätzung anderen gegenüber, aber auch Wertschätzung verlangen von anderen, dass du Respekt bekommst. Ich betone diese Wertschätzung, weil das wird unterschätzt, aber es ist sehr wichtig zum Erkennen, dass die Wertschätzung und Selbstwertgefühl hängt energetisch zusammen mit Finanzen. Es geht auch um die Werte. Und nicht nur die Selbstwertgefühl hängt damit zusammen. Wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin das wert. Oder ich schätze Wertschätzung anderen gegenüber, aber auch mir selbst gegenüber. Dann kommt die Finanzen besser im Fluss. Weil dann bin ich das wert, dieses Geld zu bekommen. Umgekehrt ist auch, was eine Gefahr besteht, gerade in diesem zweiten Haus, wenn jemand zu sich selber sagt, ich habe das eh nicht verdient oder ich bin das sowieso nicht wert. Wenn man so wertlos fühlt, bekommt das Geld auch nicht. Ich bin das nicht wert. Ich habe das nicht verdient, wird auch nicht verdienen. Also wir sollen darauf achten, mit welchen Gefühlen mit uns, unseren Werten umgehen und mit welchen Gefühlen zu den Finanzen umgehen. Oder wie zum Beispiel Schuldgefühl. Die ständigen Schuldgefühl verursacht Schulden. Weil hier geht es auch um Werten. Ich schulde jemand, also kommt das energetisch dann im Einsatz, also löst etwas aus, dann was kommt? Schulden. Ich betone immer wieder die Emotionen, wie wichtig das sind, auf die Gefühle, auf die Emotionen achten. Und auch wenn hier im zweiten Haus um Finanzen geht und das ist Materie, trotzdem die Materie hängt zusammen mit Gefühlen. Und jetzt schauen wir an, welches Tor
öffnet sich bei dir die Materie und die Werte und die Finanzen und es wird von Terebellum bestrahlt, diese Tor, diese geheime Tor, die Finanzen, die geheime Tor zu die Werte. Terebellum. Terebellum ist weder ein Stern noch ein Sternbild, sondern das wurde von Claudius Ptolemäus betont und beschrieben und entdeckt auch, wo Ptolemäus beschreibt, das ist eine Figur im Himmel, eine Viereckfigur. Und diese Viereck bedeutet, etwas in Form zu bringen. Das hat Hand und Fuß, weil das steht stabil, also Stabilität. Und weil bei dir dieses Tor öffnet sich mit dieser Terebellum zu Finanzen, das heißt, für dich ist es wichtig, diese Stabilität zu bekommen. Weil wenn ein Gegenstück mit vier Füßen steht, steht auch stabil. Wenn das drei wäre oder zwei, dann vielleicht gibt die Gleichgewicht. Mit vier auch steht das stabil. So kann ich vielleicht besser erklären, warum hat diese Terebellum mit Stabilität und Struktur etwas zu tun und das dadurch öffnet die Tor zu den Finanzen. Aber ich muss noch etwas betonen. Hier im Finanzbereich, weil du hast hier diesem Tor zu Finanzen in Tierkreiszeichen Steinbock und bestrahlt wird es durch diese Terebellum und das ist die öffnet den Tor. Und in diesem zweiten Haus befindet sich nicht nur die Tierkreiszeichen Steinbock, sondern befindet sich auch die Wassermann und die Fisch. Also drei Tierkreiszeichen hast in diesem Bereich Werte und Finanzen. Und die mittlere Tierkreiszeichen, die Wassermann, ist hier eingesperrt. Es ist eine Aufgabe, das zu befreien, Und wie kannst du das befreien? Weil dadurch kommt die Finanzen im Fluss, wenn das befreit ist. Wenn du mit deinen Werten bewusst bist, auch mit deinen Ideen, Wassermann, die Tierkreiszeichen Wassermann hat mit Ideen etwas zu tun, das ist der erfinderische Geist, die Erfindungen. Wenn du damit mit diesen Werten auch bewusst bist und kannst du das vermarkten, dann natürlich kommt auch mehr Geld. Aber die Wassermann hat nicht nur mit Ideen, Reichtum etwas zu tun und mit erfinderischem Geist zu tun, sondern das ist Luftelement. Du brauchst im Finanzen immer Luft, weil wenn du keine Luft bekommst, weil du Rechnungen hast zum Zahlen und hier oder dort bedrückt etwas in Finanzen, dann fühlst du dich wie eingeengt. Also immer brauchst eine gewisse Luft und Leichtigkeit, Leichtigkeit mit Geld, mit Finanzen umzugehen. Was bei den Finanzen noch auch sehr wichtig ist, wenn Rechnungen da sind. Viele Menschen denken über Rechnungen als was Negatives da. Oh, jetzt muss ich das zahlen. Ich habe Ausgabe. Oder das bedrückt auch. Sie sehen die Probleme daran, Rechnungen zu zahlen. Aber wenn man das versucht, meisterhaft mit Geld, mit Finanzen umzugehen und man freut sich darüber, dass man die Rechnungen zahlen kann, dann hat man einen ganz anderen Bezug zu Finanzen, weil das Finanzen ist in einem ständigen Fluss. Einnahme, Ausgabe. Und wenn man das vertraut, diese Bewegung, dass man auch Geld ausgibt, aber das Geld kommt zurück und es ist in ständiger Bewegung, im ständigen Fluss ist, dann kommt man mehr in Energie des Geldes. Aber wenn man versucht, jemand nur festzuhalten, dann friert sich das ein. Oder wenn man bei der Rechnungen Probleme sieht, dann hat ein Problem mit Bezug zu Finanzen.
sondern das ist Einstellungssache. Das ist eine Einstellungssache, wenn man sagt, das Leben besteht aus Geben und Nehmen, Einnahme, Ausgabe, so wie alles im Leben, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, und man versteht diesen Rhythmus, dann kommt man mit Leichtigkeit in Bezug zu Geld, zu Finanzen, und dann stören die Rechnungen auch nicht, weil man weiß, man zahlt die Rechnungen, aber das Geld kommt auch zurück, hat man einen anderen Bezug dazu, und das bedeutet auch Vertrauen, Vertrauen, die Bewegung. Und hier, weil die Wassermann hier eingesperrt ist im Finanzbereich, ist das vielleicht, ich weiß nicht, ob dich das überhaupt anspricht oder hast du eine andere Einstellung zu Geld. Ich möchte das auf jeden Fall so beschreiben, wie ich das sehe. Vielleicht hilft das ein bisschen, dass diese Leichtigkeit kommt und dann befreist du dich in diesem Bereich, und die eingesperrte Tierkreiszeichen Wassermann ist auf einmal befreit, weil es ist nicht umsonst so ist im Horoskop, sondern in solche eingesperrte Tierkreiszeichen warten drauf, befreit zu sein, und das ist die Tierkreiszeichen Wassermann in diesem Bereich. Dann schauen wir die dritte Haus an. Die dritte Haus hat einen Bezug zu vertrauten Umgebung, Nachbarschaft, die Bekannte in deiner Umgebung, Geschwister, Verwandte, aber auch kleinere Reisen, eine kleinere Unternehmung oder eine kleine Reise oder Ausflüge, auch Nachrichten, Gespräche, das Alltag, aber die Bewegung des Alltags. Und diesem Bereich, dieser Lebensbereich, hat auch eine geheime Tor und wird von Skat bestrahlt. Und da hast du ein Glück, weil Skat bedeutet, diesem Stern bedeutet übersetzt ein Wunsch, wünsch dir was, das verbessert sich die Kontakt zu Geschwistern, oder wünsch dir was, dass du nette Nachbarschaft hast, oder wünsche, dass du eine schöne Umgebung hast, oder dass schöne Ausflüge, kleine Reise machen kannst, dass du bekannt bist in deiner vertrauten Umgebung, dass die Menschen dich begrüßen und Kontakt pflegen mit dir, dass da etwas in Bewegung kommt. Und dieses Skat vermittelt dir, setzt das um, das schenkt dir das Schicksal, einen Wunsch, und in diesem Lebensbereich darfst du etwas wünschen, und so kommt das auch, dieses Glück in Harmonie. Das Horoskop hat eine Tiefe und hat eine Höhe. Ich vergleiche das immer mit einem Baum, weil das Baum hat auch eine Wurzel, und obwohl diese Wurzel befestigt etwas. Aber dieser Baum bleibt nicht unbeweglich, sondern diese Wurzel befestigt etwas, und dieser Baum wächst und dehnt. Und das ist die Krone, was man überhaupt erreichen kann. Das geht Richtung Himmel nach oben, und das ist der höchste Punkt im Horoskop. Und jetzt sind wir aber nicht im höchsten Punkt im Horoskop, sondern bei dieser Wurzel. Und das ist nichts anderes als die Ahnen, die Herkunft, die Kindheit, die Verwurzelung, die Stabilität, wo du das Gefühl hast, hier bin ich angekommen, hier sind meine Wurzeln, mein Ahnen, meine Tradition, meine Herkunft, mein Elternhaus, wie auch immer. Und dieser tiefste Punkt im Horoskop, hier steht die Tierkreiszeichen Widder. Die Widder hier in diesem Bereich zeigt an, es war in Kindheit auch oder bei deiner Herkunft oder viel Kampf auch im Leben. Es war nicht immer so ruhig und harmonisch, sondern viele unerwartete Ereignisse oder Veränderungen oder viel Arbeit, was deine Eltern gemacht haben. Also richtiger Kampf im Leben, könnte ich mir gut vorstellen, in diesem Bereich. Nicht nur die Tierkreiszeichen Widder
steht hier im tiefsten Punkt im Horoskop, sondern auch der Planet Mars, auch rückläufig, hat auch eine karmische Bedeutung. Also die Herkunft, die Elternhaus war viel, sie müssten sich beweisen oder viel erkämpfen im Leben. Sie haben nichts geschenkt bekommen und vielleicht sogar viele Veränderungen im Kindheit. Also das zeigt dieser tiefste Punkt im Horoskop und irgendwie prägt dich auch, dass du immer bei Neuanfang musst erstmal hier verwurzelt zu sein, die Stabilität finden. Und dieser tiefste Punkt im Horoskop wird auch von einem Stern bestrahlt und Alperaz heißt dieser Stern. Und dieser Stern Alperaz befindet sich im Sternbild Andromeda. Und das haben wir auch bei der ersten Horoskopanalyse auch, habe ich auch erklärt, weil das bestrahlt nicht nur dieser tiefste Punkt im Horoskop, sondern auch die Mars im Horoskop. Also das wirkt auf deine Männlichkeit, auch du als Mann bekommst du den Einfluss von diesem Alperaz. Und dieser Alperaz verspricht aber sehr viel Glück, weil das sagt, die, wo in diesem Stand geboren sind, also einen Einfluss haben im Geburtshoroskop, wie bei dir auch, bekommen Segen und Ehre und Reichtum. Und hier dieser rückläufige Mars zeigt an, das ist die Vergangenheit auch, also in alte Karma war auch diese Segen, diese Ehre, auch dieser Reichtum da, aber weil hier um deine Wurzel handelt, um deinen Ahnen, ist auch nochmal ein Hinweis, dass deinen Vorhaben auch diese Ehre oder Reichtum gehabt haben. Aber wie erlebst du das in dein Leben hier und jetzt, diese Ehre, diese Reichtum, wenn auf die Sternbild Andromeda achtest? Und das erzähle ich ganz kurz, dann ist es verständlicher, was diese Sternbild Andromeda erzählt. Es gab einmal eine Königin. Diese Königin hieß Cassiopeia. Und dieses Sternbild Cassiopeia findest ganz leicht im Himmel, weil das ist ein Doppel-W. Also ein W im Himmel und das ist in die Nähe von großer Bär. Und kleine Bär, also die große Wagen und kleine Wagen in diesem Bereich, ist sichtbar im Himmel, im Nordhalbkugel. Also finde es ganz leicht, diesem Sternbild. Das ist wie ein so Doppel-W, wie also diese Buchstabe. Und dieses Sternbild heißt Cassiopeia. Aber die Geschichte ist zu folgendes. Also gab diese Königin Cassiopeia. Und diese Cassiopeia prallte überall, ihre Tochter Andromeda ist die schönste, schöner sogar als die Meeresjungfrauen. Ja, die waren aber beleidigt, diese Meeresjungfrauen, da haben sie sofort bei Poseidon, bei Gott des Meeres, beschwert. Und da haben sie erzählt, ja, diese Cassiopeia erzählt überall, dass Andromeda wäre schöner wie wir, also mach bitte etwas. Und Poseidon, das Gott des Meeres, unternahm auch etwas und schickte die Seeungeheuer im Königreich, diese Königin zu bestrafen. Und dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer, machte Folgendes. Nahm Andromeda, die Königstochter, die schöne Königstochter, und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda hatte Angst gehabt, war auch gefesselt in diesem Felsen. Warum hatte Andromeda Angst? Weil in die Nähe war Medusa, die Furchterregende. Und davon hat Andromeda ja ganz, ganz viel Angst bekommen. Bis dann Perseus kam und Perseus mit seinem Schwert befreite Andromeda von diesem Fessel. Und die beiden haben sich auch verliebt, Andromeda und Perseus. Und dann kam Pegasus, die geflügelten Pferd. Und die beiden Liebenden haben mit diesem geflügelten Pferd
davon geritten bzw. geflogen. Und das ist diese Leichtigkeit, diese Flügel, die Luftelemente, Befreiung. Und das hat einen Einfluss zu deinen Wurzeln, hängt mit Kindheit zusammen. Die Traditionen, die Ahnen, die Erziehung, die Elternhaus. Und das hält dich etwas gefangen und das spürst auch in deinen Bewegungen, weil Mars ist auch in diesem Bereich. Und Mars ist nicht nur die Männlichkeit, sondern Mars ist die Bewegung im Leben. Astromedizinisch ist Mars zu unserer Muskulatur zugeordnet, hat mit Bewegung, mit Sport auch was zu tun. Und du hast dieses starke Bedürfnis, dich zu beweisen. Also neigst du dazu, Sport zu treiben, dich zu beweisen, diese Kraft zu zeigen. Und das kannst du auch sehr gut. Aber achte drauf, es gibt auch die inneren Kraft. Die inneren Kraft. Und diese inneren Kraft verspüren wir, wenn wir von Angst befreit sind. Das ist die Befreiung. So wie Andromeda wurde auch befreit. Und wenn du diese inneren Kraft an dir verspürst, dann wirkt ganz, ganz intensiv diese Alperaz und beschenkt dich dafür und bedeutet diese Alperaz, wenn jemand befreit ist und in diesem Sternen geboren ist, dann bekommt Ehre und Reichtum. Und das spürst du als Mann, deine Männlichkeit, aber auch die Bewegung, dass du im Leben vieles in Bewegung setzen kannst. Und dann hilft dir auch dabei, diese eingesperrte Wassermann im Finanzhaus, wo die Werte liegen, auch befreien, weil dann verspürst diese innere Ruhe, diese Leichtigkeit und diese inneren Kraft. Gut, es gibt auch eine fünfte Haus im Horoskop. Und das hat mit unserem inneren Kind was zu tun, hat auch mit unserer Lebensfreude etwas zu tun, auch mit den Kindern etwas zu tun. Aber da hast du keinen Einfluss von den Sternen, also gehen wir weiter an die sechste Haus. Und sechste Haus bedeutet die Alltag. Die Alltag zu bewältigen. Und da sind auch die Pflichten. Und wenn wir Pflichten haben, dann gehört dazu auch, uns gesund zu halten, arbeiten zu gehen, die Pflichten nachzugehen, den Alltag zu bewältigen. Da haben wir einiges, was zu tun. Und dieses Tor, das hat auch ein geheimes Tor, wird von Alkyone bestrahlt. Also kannst du diesen Lebensbereich auch öffnen und im Einklang zu kommen zu Alkyone. Alkyone befindet sich im Plejaden. Das sind keine Sternbilder, es gibt die Hyaden und es gibt die Plejaden. Das sind die Regengestirne. Die sind Schwester. Sieben Schwester sind die Hyaden und sieben Schwester sind die Plejaden. Und die sind miteinander Halbschwester. Und wer ist der Vater von diesem Mädchen? Das ist nicht anderes als Atlas. Das kennen wir auch. Atlas Gebirge oder Atlas, der wo die Globus im Rücken trägt. Und diese Alkyone ist eine von diesem Töchter. Und auch die hellste Stern, also ein ganz leuchtenden Stern im Himmel und bedeutet die Königin, die den Bösen widerspricht. Und das bedeutet für dich, dass du sehr darauf achtest um die Gerechtigkeit. Und was dich aus der Ruhe bringt, das ist die Ungerechtigkeit oder falsche, böse Menschen. Und dann hast du diese Bedürfnis widersprechen, die Böse zu widersprechen. Weil du hast in einen Einfluss von dieser Alkyone und natürlich beeinflusst auch deine Persönlichkeit. Und besonders, wenn das in Arbeitssituation passiert, diese Ungerechtigkeit oder Falschheit, dann möchtest du das widersprechen. Und das kommt nicht umsonst, weil Alkyone hat da einen Einfluss und eine Wirkung.
In deinem Geburtsmoment ist die Aszendent in der Kreiszeichen Schütze. Das ist der erste Atemzug, wo im Osthorizont aufgestiegen ist, in dem Moment, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast. Wichtig ist zum Wissen, dass im gleichen Moment geht aber im Westhorizont eine andere Tierkreiszeichen unten und das ist die gegenüberliegende Tierkreiszeichen und bei dir ist das die Tierkreiszeichen Zwilling. Und hier spiegelt sich etwas, der Du, die Partnerin, die Seelenpartnerin. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass in unserem Geburtsmoment haben sogar einen Blick auf diesen Spiegel und ganzen Leben lang suchen wir die Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und was ich noch überzeugt bin, dass jeder einzelne Mensch hat diese Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und hat auch einen Bezug auf die Partnerschaft natürlich, weil das öffnet sich, die geheime Tor öffnet sich zu Bereich Liebe, Partnerschaft oder Ehe. Und hier wird auch von einem Stern bestellt, Riegel heißt dieser Stern im Sternbild Orion, der himmlische Jäger. Und dieser Riegel bedeutet übersetzt der Fuß der Orions. Die Ägypter nannten sogar als Fußstern. Und das bedeutet, Schritte zu machen. Also nicht immer warten, bis in die Liebepartnerschaft etwas kommt, sondern, und das passt gut zu männlichen Energie, Schritt auf anderen zuzugehen. Und so kommt auch immer die Beziehung in Ordnung. Jetzt öffnen wir die geheimen Tor in ein geheimnisvollen Lebensbereich oder Haus und das ist die achte Haus und es ist gar nicht so einfach zum Deuten, diese achte Haus, das hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen Skorpion und hier sind die Geheimnisse verborgen oder Tabuthemen wie Geld, Sexualität und Tod. Also hier ist auch das Todeshaus, hat auch mit Erbschaften etwas zu tun, also so erbschaftlichen Situationen. Aber dieser Tod ist nicht nur Todesfälle gemeint, sondern das Loslassen, etwas absterben lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Und in diesem Bereich ist auch die Sexualenergie, es ist alles zu Pluto zugeordnet. Das ist die plutonische Kraft, was hier im Vorschein kommt, in diesem geheimnisvollen Haus, die achte Haus. Und hat auch mit Geld auch zu tun, aber anderes, wie wir das im zweiten Haus besprochen haben, die Werte und das Geldfluss und die Finanzen, sondern hier in diesem Bereich die Investitionen, die Spekulationen oder die Ämter wie Finanzamt, oder erbschaftliche Situation und all diesen Themen, ich nenne das mal zusammengefasst Tabuthemen, gehören in diesem geheimnisvollen Haus, in diesem achten Haus. Hier ist wichtig die transformierende Energie. Und damit meine ich, das alles verabschieden, loslassen, was stört. Und befreit zu sein von etwas. Und befreit zu sein hat mit Sexualität auch etwas zu tun. Und da kommt die Pluto-Energie im Vorschein. Und es ist auch die Fortpflanzung, auch der Kreislauf, das Leben. Wenn wir immer alles mitschleppen, dann ist das Leben zu schwer. Aber wenn wir von vielen Sachen loslassen können, auch Gefühlen gehören dazu, wie Angstgefühl oder Zweifel oder Schuldgefühl, dann sind wir viel befreiter auch. Und hier haben wir solche Themen in diesem achten Haus. Und hier ist bei dir auch ein Tierkreiszeichen eingeschlossen. Und das ist die Tierkreiszeichen Löwe, was hier eingeschlossen ist. Und Löwe hat mit unserem Selbst etwas zu tun. Warum? Weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst.
Und wo finden wir unserem Selbst? Dann gehen wir in Richtung Astromedizin. Astromedizinisch ist die Herz zugeordnet zu unserem Astromedizinisch ist die Sonne, genau. Astromedizinisch ist die Sonne zugeordnet zu unserem Herz. Also unserem Herz ist alles beschrieben, was wir lieben, was in unserem Herzen liegt. Das ist wichtig auch zu unserem Selbst, weil es stärkt unserem Selbst. Es ist nicht nur die Liebe Partnerschaft, sondern da gehört auch die Berufung, dazu gehört die Hobby, dazu gehört die Kinder oder Eltern oder Familie oder die Musik oder ein Buch oder ein Land oder Sprache oder Reisen oder Sport. Jeder Mensch hat irgendwas in seinem Herzen oder in ihrem Herzen, was pflegt, weil das wichtig ist, weil da liegen die Schätze. Und das hat mit der Tierkreiszeichen Löwe etwas zu tun, weil nicht nur, weil die Löwe ein Sonnenzeichen ist, sondern weil hier wirkt auch in diesem Bereich des königlichen Stern Regulus im Löwe, das Herz der Löwen. Haben wir wieder mit Herz und Herzensangelegenheiten etwas zu tun. Und dieser Tierkreiszeichen Löwe ist wie eingesperrt in diesem achten Haus, was eigentlich befreit, weil das ist die Befreiung. Aber wie werden wir befreit, wenn wir in die Lage sind, auch von etwas loslassen oder verabschieden zu können. Und so kommt das alles im Kreislauf. Und das sind auch ein Thema, diese Verabschieden, Loslassen. Und das sind nicht immer Verabschieden von Menschen, sondern Loslassen von Gefühlen wie Angst. Sonst fühlen wir bedrückt und wir sollen atmen, aufatmen, also befreit zu sein. Und hier ist auch eine Lernaufgabe, das Selbst zu leben, die Herzensangelegenheiten wahrzunehmen, befreiter zu sein, anderer Umgang mit Ämtern, nicht bedrückend sein, sondern das Regeln auch selbst in Hand zu nehmen. Auch im Bereich Sexualität wirkt es als Befreiung auch. Und all diese Themen gehören zu diesem Bereich und die Aufgabe, diese Löwe zu befreien, das Selbst zu leben. Und dieses Haus, dieses achte Haus, hat auch eine geheime Tor. Und diese geheime Tor wird von Pollux bestrahlt. Wer ist diese Pollux? Das erzähle ich auch. Es gab einmal eine wunderschöne Frau, eine Königin. Und diese Königin hieß Leda. Und Leda war die Ehefrau von dem spartanischen König. Und es gab den Himmelsgott Zeus. Und dieser Himmelsgott Zeus liebte die Frauen, liebte alle schönen Frauen. Und so passierte auch, dass Zeus verliebte an diese Leda und wollte sie gerne mal erobern. Das Problem war nun, dass Zeus war verheiratet mit Hera. Und Leda war auch verheiratet mit diesem spartanischen König. Das hat aber Zeus nichts gestört, weil ihm hat es gelungen, die schöne Leda zu erobern. Was passierte dann? Leda wurde schwanger und gebar Pollux. Aber Leda hat nicht nur mit Zeus diesen Kontakt gehabt, sondern auch mit ihrem Ehemann, mit dem spartanischen König, auch Kontakt gehabt. Und so passierte das, gebar die Zwillinge, Pollux und Castor. Pollux hatte der Vater Zeus, der Himmelsgott, und Castor hatte der Vater der spartanischen König. Die Mutter war bei beiden natürlich dasselbe Leda. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Diese beiden Zwillinge, Castor und Pollux, die sind die Hauptsterne in Tierkreiszeichen Zwillingen. In diesem Bereich wirkt es, wo bei dir die achte Haustor steht im Krebs. Also nicht wundern, weil diese Tierkreiszeichen, sie verschmelzen miteinander. Also da gibt es diese exakte Abgrenzung nicht, so wie das wir astrologisch dann nennen.
Also gerade in diesem Tor, in diesem geheimen Tor, wird vom Pollux bestrahlt. Was erzählt diese Geschichte jetzt nicht die Fremdgehen von Leda, sondern die Zwillinge interessieren uns, die beiden Zwillinge, Castor und Pollux. Die sind im Himmel auch miteinander verbunden. Und so haben die beiden Zwillinge auch gefühlt. Sie sind miteinander gebunden. Castor war die menschliche, also sterblich. Pollux war das göttliche, also unsterblich. So beschrieb das die griechische Mythologie. Die göttliche Abstammung, das waren immer unsterblich und die Menschen waren halt die Sterblichen. Und wo das mal so weit war, dass Castor musste sterben, dann war Pollux, dieser Göttliche, dieser Unsterbliche, sehr traurig darüber. Und Pollux ging zu seinem Vater, zu dem Himmelsgott Zeus, und bat ihn um die Sterblichkeit, weil er möchte bei seinem Zwillingsbruder bleiben. Und sagte zu seinem Vater, wenn mein Bruder stirbt, dann möchte ich auch sterben. Ich verlasse meinen Bruder nicht. Und das hat Zeus so berührt, dass aus Dankbarkeit hat die beiden Zwillinge im Himmel gesetzt, also wurde Castor auch unsterblich gemacht, damit sie unzertrennlich sind. Und diese Geschichte erzählt uns etwas. Das hat eine symbolische Sprache. Das ist unserem höheren Bewusstsein, bewusst zu werden, dass wir nicht nur dieses Leben auf die Erde haben, sondern das Ganze zu betrachten. Das Ganze heißt aber, dass das Universum existiert und das betrachten wir als Schöpfung. Dass wir hier, der Planet Erde und wir Menschen, wir leben auf die Erde, dass wir ein Teil von der Schöpfung sind. Damit bewusst zu werden in dieser Schöpfungsgeschichte, dass wir eine Verbindung haben zu Gott, zu diesem Göttlichen oder unserem höheren Bewusstsein. Und das ist diese Verbindung, eine Verbindung herstellen zu unserem höheren Bewusstsein. Das erzählt diese Geschichte. Und mit diesem Bewusstsein kannst öffnen diese 8. Tor und befreien dein Selbst und befreit zu fühlen. Und dann entdeckst du viele, viele Geheimnisse, weil diese 8. Haus verbergt die Geheimnisse, auch die verborgenen Schätze. Und so kommt man einen Zugang, so findet man einen Zugang zu dem Inneren. Das wäre die Skorpion, wo hier in diesem Haus herrscht, hat einen Zugang zu die Tierkreis, einen Skorpion, das wäre das innere Kraft, das wäre die Skorpion, diese inneren Kraft verspüren, aber in deinem Geburtshoroskop befindet sich in diesem Bereich die Löwe, das Selbst und dadurch auch das Herz, diese Herzensangelegenheiten befreit zu sein. Mit anderen Worten, die Aufgabe besteht daran, diese höheren Bewusstsein zu haben, damit öffnen diese Bereich und frei zu sein, befreit zu fühlen und alles, was in dein Herzen liegt, was für dich wichtig ist, weil das ein Herzensangelegenheit ist, befreit davon und das Erlauben, das zu erleben. Und das ist die Liebe Partnerschaft, das ist die Liebe zu Sport oder Kinder, dein Hobby, deine Berufung, was dich begehrt, was in deinem Herzen liegt, was für dich wichtig ist, das zu befreien. So, es gibt auch eine 9. Haus, das hat mit Ausland zu tun, die große Reise, aber es ist nicht nur die Reisen, sondern auch das Geist, die höhere Zusammenhänge zu erkennen, die philosophisches Denken oder religiösen Themen oder Studium. Und diese 9. Haus hat auch ein Tor, wird aber nicht bestrahlt von einer bestimmten Stern. Das ist so neutral, kann man sagen. Und jetzt kommen wir zum höchsten Punkt
in Horoskop. Und jetzt haben wir die tiefste Punkt verlassen. Das sind die Wurzeln von diesem Baum. Und jetzt kommen wir in die Krone des Baumes. Und das, was du erreichen kannst im Leben, wo du Anerkennung bekommst und Bewunderung, das Höchste, was man erreichen kann, das Ziel zu setzen. Und das besteht bei dir, dieser höchste Punkt, die Horoskop, diese Ziele zu erreichen. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Waage. Also das ist die Anstreben nach oben. Natürlich die Waage gibt auch dir das Glück, weil über die Tierkreiszeichen Waage herrscht die Planet Venus. Und das ist das kleine Glück. Jupiter ist das große Glück, das befindet sich in deinem Aszenden. Bei den Tierkreiszeichen Schütze, das ist das große Glück. Und hier etwas zu erreichen in dein Leben, das wird von Venus unterstützt. Und das sind auch die Glück. Und hier wird auch von einem Stern bestrahlt, Algora heißt dieser Stern. Und das bedeutet, dass du auch Neider hast. Neider hast, wenn sie merken, dass du höher kommst, dass du was erreichst, kann auch sogar bedeuten, weil hier in diesem Bereich ist nicht nur die erreichte Ziele gemeint oder die Anerkennung von der Gesellschaft, diese Ansehen gemeint, sondern hier in diesem Bereich ist auch die Berufung. Und wenn anderen das sehen, dass du was erreichst beruflich und bekommst Lob und Anerkennung, kannst damit rechnen und das zeigt diese Algorab, sei vorsichtig, du hast immer Neider und es gibt immer Menschen, die versuchen, dir Stein im Wege zu legen und sogar sind dazu bereit, Intrigen zu machen, wenn darum geht, dass deine Berufung lebst oder dass du Anerkennung und Lob bekommst. Dann kommen wir zu dem nächsten Lebensbereich und das ist das 11. Haus. Und 11. Haus bedeutet die Hoffnungen, aber hat auch andere Bedeutung, auch wie Menschen, Freundschaften, also hier sind die Freundschaften oder Menschengruppen, wo wir so das Gefühl haben, wir gehören dazu, gleichgesinnte Gruppen, wie zum Beispiel ein Sportverein oder Gesangverein oder eine Partei oder ein Clique oder Freundeskreis, all das gehört zu diesem 11. Haus. Und dieses 11. Haus hat auch ein geheimes Tor und dieses geheime Tor heißt Kreuz des Südens. Und dieser Kreuz des Südens ist sichtbar im Südhalbkugel und hier befindet sich die Südpol, also zum Orientieren. Und dieser Kreuz des Südens hat auch Themen wie Religion oder Spiritualität. Also das bedeutet, wenn du in diesem Bereich, weil hier geht es um Freundschaften, Gruppen von Menschen, wenn du in diesem Bereich aktiv bist, wo Religion oder Spiritualität eine Rolle spielt, dann wirst du auch Freundschaften finden und Freundschaften pflegen. Das wäre der Bereich, wo du gute Freundeskreis aufbauen kannst. Aber andererseits, wenn ich jetzt im Horoskop anschaue, da in diesem Lebensbereich hast du nicht nur diese guten Freunde, wo in diesem Lebensbereich findest, sondern anderen Kontakte auch. Und leider sind eine oder andere dabei, die dich kränken, wo da Themen hast. Also sei wählerisch mit deinem Freundeskreis. Und jetzt sind wir im 12. Haus, wieder ein geheimnisvolles Haus. Warum ist es so geheimnisvoll, dieses 12. Haus? Ganz leicht ist es zum Erklären. In diesem Moment, wo wir geboren sind, das ist der erste Atemzug. Da geht ein Tierkreiszeichen im Osthorizont auf. Und dieser Moment heißt Aszendent. Und dieser 12. Haus, dieser geheimnisvolle 12. Haus, das ist etwa 2 Stunden vor unserem Geburt. Das heißt, 2 Stunden davor ist dieses Tierkreiszeichen in Osthorizont aufgegangen, so wie ein Sonnenaufgang. Und dieser Moment
ist diese Tierkreiszeichen schon das Tageslicht erblickt, aber du selber oder wir alle, weil wir haben alle diese 12. Haus, das heißt, du warst noch im Mutterleib. Und diese letzten Stunden von Geburt passieren wichtige Themen, also wichtige Ereignisse sind. Deswegen ist es auch so geheimnisvoll, weil das ist auch wichtig für unsere Seele, weil wir sind vorbereitet zu diesem Geburt. Kannst du vorstellen, dass die Mütter liegen im Krankenhaus, die Ärzte sind vorbereitet, die Papa schwitzt im Flur und das Baby kommt gleich. Also nicht nur das Kind ist vorbereitet zu diesem Geburt, sondern auch die Verwandtschaft und der Vater und Mutter und auch die im Krankenhaus, die Ärzte, alles. Also das ist zum Erwarten, dass das Kind kommt. Und nicht nur da sind die vorbereitet, sondern die Seele wird auch vorbereitet sein für diese Geburt und auch für das Leben, dieses Schicksal zum Meistern. Natürlich gibt es da keine Dokumente, das zu beweisen, dass da wichtige Informationen kommen. Aber das ist wie ein Abschied, dass man verabschiedet und man schickt die Seele oft auf diese Erde. Und da kommen so wichtige Botschaften noch. Die Geheimnisse des Lebens sind hier verborgen, die Geheimnisse des Lebens. Und genau in diesem Bereich, in diesem geheimnisvollen 12. Haus, ist dein Glückspunkt. Wenn du in die Tiefe schaust, und wo haben wir einen Bezug zu diesen Geheimnissen, wenn wir nach innen schauen, weil da wohnt unsere Seele. Wenn wir nach innen schauen, das schön gestalten in unserem Innenleben und mal Zeit dafür auch nehmen, weil wir den Rückzug erlauben oder eine meditative Haltung, dann kommen wir immer mehr in Bezug zu unserer Seele. Und da ist unsere Intuition und unsere Inspiration alles. Und dieses Wissen auch, damit man diese Zusammenhänge erkennt, was ist Seele, woher kommen wir, wohin, was passiert nach dem Sterben, wie sind die Zusammenhänge, haben wir überhaupt eine Verbindung zu Gott. All diese Themen können wir mit uns selbst klären und da sind wir in diesem 12. Haus dazu vorbereitet, nur wenn wir geboren sind. Dann kommt die Erziehung dazu, haben wir ein anderes Bewusstsein, so dass wir vergessen das alles und das ist nur in unserem Unbewussten gespeichert. Und diese Unbewussten können wir berühren, wenn wir nach innen schauen und genau in diesem Bereich liegt dein Glück, dein Glückspunkt. Ich habe noch ein paar Daten aufgeschrieben, was ist zum Erwarten in die nächste Zeit. Und das beginne ich jetzt ab März, weil jetzt sind wir schon fast Mitte Februar. Und diese Termine habe ich ab März 2018 aufgeschrieben. Von 1. März bis 6. März 2018 hast du einen guten Umgang, auch viele Gespräche, also gute Gespräche, schöne Gespräche und das betrifft dann Umgebung oder die Verwandtschaft, entweder schöne Gespräche mit Nachbarn, Bekannten oder mit der Verwandten. Also das nimmt zu, das wird aktiv sein von 1. bis 6. März 2018. Ab 7. März 2018 wird das noch besser sein, dann kommt mehr Leichtigkeit, mehr in Bewegung. Das sind die Handlungen, die Gespräche, die Kommunikation. Ab 1. März bis 6. März hast du eine Harmoniebedürfnis, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern du möchtest die Ausgeglichenheit und die Harmonie. Ab 1. 6. März brauchst du die Ruhe, brauchst die Harmonie, auch die Liebe, Partnerschaft, diese Ausgewogenheit. Mitte März 2018
verschönert etwas zu Hause oder hast du dieses Bedürfnis nach Bequemlichkeit, nach Ruhe, eine schöne Zuhause? 25. März 2018 kommt ein Gespräch entgegen und da braucht man eine Ausgeglichenheit. Also nicht nur zuhören, was die anderen sagt, sondern auch entgegenkommen und etwas zu klären. Da braucht man eine gewisse Ausgeglichenheit. Das darf man nicht einseitig sein, sondern irgendwo in die Mitte treffen, mal ein bisschen nachgeben oder zuhören, was die andere meint oder etwas zu klären und auch auf die Gerechtigkeit achten, dass dieses Gespräch mit Gerechtigkeit abläuft. Das wird am 25. März sein. 1. März bis 17. März, also von 1. März bis 17. März, kommt etwas in Bewegung. Das kann eine Reise sein, kann Sport sein, irgendwelche Bewegungen, kann auch Autos bedeuten, bewegt sich etwas. Ab 18. März brauchst du Ruhe, brauchst die innere Kraft und das dauert bis Ende April. Also von 18. März bis Ende April mehr Ruhe, weil du brauchst dann diese inneren Kraft in dieser Zeit oder verspürst diese inneren Kraft. Ab 1. März von 1. März 2018 bis 3. November 2018 ist ein Jupiter-Einfluss auf den Bekanntenkreis, auf deinen Freundeskreis oder ein Verein oder Partei und da kommt etwas in Bewegung, da vermehrt sich etwas, hast du die Kontakte oder noch mehr Kontakte, was dich aber in diesem Bereich stört, wenn es Ungerechtigkeit gibt, entweder in einem Verein oder einer Partei oder im Freundeskreis. Also das kann dich kränken, wenn du erlebst, dass da irgendwas ungerecht läuft und da setzt du dich auch ein. Zurzeit hast du einen Einfluss von Saturn in deinen persönlichen Bereich und das bedeutet, dein eigenes Leben ernst zu nehmen oder Ernsthaftigkeit oder dieses Bedürfnis mal wahrgenommen zu werden oder die Offenheit, etwas zu lernen, was dein Leben, dein Schicksal in Form kommt. Also du formst etwas bringst in Form, weil du brauchst Sicherheit, du brauchst eine Struktur, eine Stabilität und das ist ein persönliches Verlangen. Und das dauert natürlich ganze Jahre, weil Saturn bewegt sich langsam, also die Bewegung wirkt bis 2019 schon. In dieses Jahr kommt Veränderungen im wohnlichen Bereich. Das kann eine Renovierung sein oder neue Einrichtung, eventuell Umzug, also ändert sich etwas in wohnlichen Situationen. In dieses Jahr entdeckst du deine inneren Kraft. Und es gibt astrologisch zwei Kraft. Die eine, die Mars-Energie, das alles, was in Bewegung setzt. Da ist Astromedizin ist die Muskulatur zugeordnet. Das ist eine männliche Kraft. Sport machen, etwas in Bewegung setzen, mutig zu sein, sich durchsetzen im Leben, durchboxen im Leben und ständig in Bewegung sein. Das ist die Mars-Energie. Es gibt aber eine andere Kraft, das ist die Pluto-Energie, die plutonische Kraft. Und das ist die innere Kraft, die regenerierende Kraft. Und die ganze Geheimnis liegt an dieser plutonischen Kraft. Wenn wir in der Lage sind, von etwas trennen, loslassen, was diese Kraft raubt, ob das jetzt Menschen sind, die unsere Zeit und Kraft rauben, mal Nein zu sagen oder Gefühlen loslassen wie Angst, Zweifel, weil das sind auch Hindernisse im Leben oder vieles, was uns stört im Leben, Gegenstände oder irgendeine Gewohnheit wie Rauchen oder wie auch immer. Alles, was diese Störfaktoren sind, von alles sortieren, wie so ausfegen aus unserem Leben, weil wenn wir in die Lage sind, das zu tun, dann verspüren wir immer mehr die Kraft an uns. Und das ist typisch von Pluto. Was ist noch zu Pluto zugeordnet? Das ist die Tiefschlaf. Die Tiefschlaf
verleiht uns, schenkt uns auch diese Kraft. Wenn wir nach einem Tiefschlaf aufstehen, dann sind wir neugeboren, dann verspüren wir auch diese Kraft, diese Energie. Das ist auch die innere Kraft. Und Pluto gehört auch die Sexualität, diese Befreiung, ist auch eine gewisse Kraft, setzt auch etwas in Kraft. Und all das gehört zu Thematik Pluto und das bezeichne ich als inneren Kraft. Und das ist auch die transformierende Kraft, etwas, diese Mut, diese Kraft zu haben, etwas zu verändern in unserem Leben. Und das ist nicht immer die Mars-Energie, gleich aktiv zu sein, gleich etwas in Bewegung zu setzen, sondern bei Pluto geht es um die Ruhe, in dieser inneren Kraft. Im Ruhe liegt die Kraft. Und das wirst du entdecken oder fördern in diesem Jahr, weil du kommst zu Zugang zu deiner inneren Kraft. April 2018 soll es auf die Gespräche achten, diplomatisch verhandeln, immer in die Mitte bleiben, die goldenen Mitte, mal zuhören, was die anderen sagen, achtsam sein, wie du etwas vermittelst, also sehr diplomatisch im Gleichgewicht zu bleiben. Ab 1. April bis 24. April ist wichtig, die Lebensfreude, etwas unternehmen oder ein Hobby nachzugehen. Ab 25. April bis 9. Mai brauchst du Harmonie, also nochmal die Datum, ab 25. April bis 9. Mai ist für dich wichtig, die Harmonie, auch diese inneren Kraft, die Alltag zu bewältigen, Arbeit und du achtest auf die Gesundheit. Oder kommt Heilung oder Verbesserung, also Gesundheitszustand, Heilung ist auch sehr wichtig. Ab 1. Mai bis 29. Mai erreicht Merkur, dein Geburtsmerkur in dein Horoskop, also die bewegende Merkur in Geburtsmerkur. Und das hat mit Gesprächen etwas zu tun. Du bringst etwas im Gleichgewicht oder ein Gespräch hat eine Wichtigkeit. Merkur hat nicht nur mit Gesprächen was zu tun, sondern auch Terminen oder was Schriftliches erledigen. Also die Zeitraum ist, wo das zunimmt, 1. Mai bis 29. Mai. Dann um die 30. Mai kommen die Gespräche, Termine, wird besser sein oder bekommst du eine gute Nachricht oder eine Bestätigung, das wird 29. 30. Mai sein. Genau in diesem Zeitpunkt, 29. 30. Mai, nicht nur eine gute Nachricht, sondern ein ernsthaftes Gespräch. Oder wirst du ernst genommen, was du sagst, du wirst wahrgenommen, ein guter Einfluss, entweder ein wichtiger Gespräch oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. So in diesem Zeitraum, also verbessert sich etwas oder bekommst du eine Bestätigung oder eine gute Nachricht oder hat ein wichtiger oder bist du ernst genommen oder ein wichtiger Termin, Vertrag, sehr guter Einfluss und das wird 29. 30. Mai 2018 sein. 8. Mai ist wichtig, die Partnerschaft und die Harmonie in die Liebe-Partnerschaft von 8. Mai bis 8. Juni, also in diesem Zeitraum von 8. Mai 2018 bis 8. Juni 2018 hast du die Bedürfnis nach Harmonie in die Liebe-Partnerschaft. Kann auch in diesem Zeitraum auch Verträge kommen. 1. Mai bis 28. November, also ein ziemlich großer Zeitraum, ich wiederhole nochmal, von 1. Mai bis 28. November geht etwas in Bewegung in deine Finanzen. Und es ist nicht nur die Finanzen, sondern die Werte. Also in diesem Zeitraum achte auf dein Selbstwertgefühl oder verlange diese Wertschätzung und achte auf die Finanzen. Es ist in Bewegung. Es kann in beide Richtungen in Bewegung sein.
Geldausgabe, Geldeinnahme und achte darauf, wie das in Harmonie bringst, dass du hier diese eingeschlossenen Zeichen Wassermann im zweiten Haus befreit, damit die Finanzen im Fluss kommt. Also beweglich, die Finanzen sind in Bewegung. Juni 2018 ist ein wichtiger Gespräch, auch in Partnerschaft. Das handelt sich dieses Gespräch mehr um die Partnerschaft, also Liebe, Partnerschaft. Das sind die Gespräche. 18. Juni bis 30. Juni kommen alten, verletzten Gefühlen hoch. Es kann sein, dass in diesem Zeitpunkt ein bisschen Traurigkeit kommt und dann achte darauf, wie du die Gefühle transformierst, in diese geheimnisvolle achte Haus befreit zu sein von Ängsten, von Zweifeln. Und da kommen alten, verletzten Gefühlen hoch. Zeitpunkt ist zwischen 18. Juni bis 30. Juni. Juli, die erste Juliwoche, sollst du keinen Vertrag unterschreiben, keinen Termin ausmalen. Es ist Verlust da, es ist Spannung da, es wird kein Vorteil sein. Ich wiederhole, 1. Juliwoche. Achte auf die Gespräche, Verträge, das ist eine gewisse Spannung da. Im Juli 2018 kannst du Termine haben bei Ämtern, das kann Finanzamt sein oder Banken oder Arzttermin, also Termine kommen oder Ängste. Ängste bewältigen, genau, das gehört auch in diesem Bereich, aber hier kommen die Ämter im Spiel und keine Angst von Ämtern. Genau, August kommen auch weitere Gespräche auf dich zu, August 2018, diese Gespräche können auch wichtig sein. August 2018, besonders am 5. August, ist sehr gut, diesen Tag auf die Reise gehen oder etwas zu verändern, also für Veränderungen reisen, weil in diesem Tag hast du Glück. 5. August 2018. 28. August 2018 hast du auch Glück. Da kannst du auch etwas verbessern, verändern, ist auch gut für Reisen. 31. August ist eine gute Nachricht zum Erwarten. September 2018 sind gute Gespräche, kann auch Themen sein wie Reise, Verbindungen oder etwas Neues lernen. 20. September 2018 eine gewisse Spannung in die Liebe-Partnerschaft. Kann wieder passieren, dass alten, verletzten Gefühlen werden erwähnt oder kommen diese Gefühle wieder hoch. 4. Oktober 2018 ist eine gute Nachricht zum Erwarten. November ist die Geheimnisse, das ist wieder dieser geheimnisvolle Bereich, die tiefe Zusammenhänge, die Leben zu erkennen, religiösen Themen oder irgendwelche Geheimnisse beschäftigen dich, was die Seele betrifft, was das Göttliche betrifft und es wird November 2018 sein. 12. Dezember 2018, wieder eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft verbessert sich aber. Mitte November, Anfang Dezember wird Merkur rückläufig. Das sind wieder Gespräche und bei dieser Rückläufigkeit kann passieren, dass alte Kontakte wiederkommen oder du suchst die Kontakte zum alten Bekannten oder jemand meldet sich wieder von Vergangenheit. Mitte November, Anfang Dezember 2018. 26. Dezember ist eine wichtige Nachricht für dich, was dich so persönlich berührt. Dezember wird die Freundeskreis sehr wichtig und pflegst du die Kontakte. Zwischen 1. Januar und 20. Januar 2019 kommen persönliche Gespräche oder Termine oder Gespräche, was dich persönlich betrifft, kann auch Verträge sein oder wichtige Termine. Ab 20. Januar bis 14. Februar
kommt etwas in Bewegung in Finanzen. Und es kann auch was Schriftliches sein, irgendeine Verträge, Kaufvertrag oder Mietvertrag oder Verträge, was die Finanzen betrifft. Und die Zeitraum ist von 20. Januar bis 14. Februar 2019. 2019, so Anfang 2019, Januar, Februar 2019, achtest auf dein Aussehen, auf dein Auftreten und hast du auch eine tolle Ausstrahlung und wirst du ernst genommen, wirst du auch wahrgenommen, hast du auch Glück in deinem persönlichen Bereich oder bekommst du Bestätigung, Anerkennung und achtest auch auf dein Äußeren. Ab 28. November 2018. 2018 ist einiges in Bewegung in deiner Verwandtschaft oder in deiner Umgebung, wie Nachbarschaft, kann auch sein. Ab 25. Januar 2019 bis 1. März 2019 bewegt sich etwas in den wohnlichen Bereich. Entweder ändert sich wieder in die wohnlichen Situation etwas oder kommt eine Reparatur. Es ist auch möglich. So könnte ich mal so die einzelnen Häuser beschreiben oder das Jahr, aber ich habe noch die Jahreshoroskop, die Tendenzen für dieses Jahr und nächstes Jahr. Und ich muss das astrologisch mal erklären, was das ist, weil viele denken, dass ein Jahreshoroskop bedeutet von 1. Januar bis 31. Dezember. Und das ist falsch. Höchstens jemand, wo 1. Januar geboren ist, dann passt es auch so. Aber ein Jahreshoroskop bedeutet, wenn die Sonne erreicht die Position, exakt die Position, wie im Geburtsmoment war. Und das ist meistens, fällt in den gleichen Tag wie der Geburtstag, aber plus minus ein Tag Unterschied kann auch bedeuten. Und mit anderen Worten heißt ein Jahr beginnt, ein Jahreshoroskop beginnt, wenn ein neues Lebensjahr beginnt, meistens im Geburtstag. Aber wir betrachten das astrologisch nicht die Geburtstag mit Uhrzeit, sondern die Position, die Sonne. Die Sonne muss haargenau in dem Punkt stehen, wie im Geburtsmoment, in dem Augenblick beginnt das neue Lebensjahr. Also bei dir ist es natürlich, hat schon letztes Jahr begonnen, also 2017 begonnen, schon im September, dieses neue Lebensjahr. Und das dauert bis September dann, also in die kommenden Monaten begleitet dich das in die kommenden Monaten. Und welche Themen hast du bis September? Themen hast du wie Familie, die wohnliche Situation, ändert sich etwas in die wohnliche Situation. Dann auch wichtig für dich etwas abschließen, etwas beenden, von etwas trennen auch und dein Selbst zu stärken, die Selbstfindung, das Selbst zu stärken, sich durchsetzen im Leben und die familiäre Struktur, die Wohnsituation, das sind so wichtige Themen. Und einiges wirst du aufgeben oder verändern, etwas loslassen. Und wenn ich betrachte, dann ab September dieses Jahres, das heißt, die nächste Jahreshoroskop beginnt dann September 2018 und dauert bis September 2019. Und das wird dann ab September, hast du anderen Themen dann. Die Thema wird, dass du Ordnung bekommst in dein Leben. Also das wird das nächste Thema sein. Ab Herbst ist wichtig dann, dass dein Leben in Ordnung kommt. Wichtig ist, dass du eine Struktur hast, Sicherheit und Stabilität. Du suchst auch deine Lebensfreude.
Du hörst auf, immer an die Pflichten denken und immer für anderen da zu sein, sondern du hast eine andere Einstellung zu deinem Leben, zu dir selbst, wo du sagst, ich opfere mich nicht für niemanden, sondern ich kümmere mich, dass mein Leben in Ordnung kommt oder eine Struktur bekommt oder dass ich mal Zeit für mich habe, für meine Hobby oder das, was mir Freude macht. Und genau das erlebst du. Hat etwas mit diesem inneren Kind zu sein, da wirst du aktiv sein. Natürlich kann das deine Kinder bedeuten, dass da Kinder, Enkelkinder, wie auch immer was unternimmst, aber in dieser Zeit entdeckst du auch diesen Kindertraum, diese mal Kind zu sein, dieses inneren Kind mal wird wichtig sein in die kommenden Lebensjahr, dass du diese Lebensfreude findest, das pflegst, was dich wichtig ist, und das sind meistens die Hobby. Die Hobby, was dir wichtig ist, was dir Lebensfreude bedeutet. Aber du machst auch deine Pflichten, weil du wirst Ordnung haben, also du hast ein großes Verlangen nach Ordnung, nach Sicherheit, nach Stabilität, auch nach Pflichten, und du wirst diese Pflichten auch natürlich nachgehen, aber du setzt auch Grenzen und sagen, bis dahin mache ich meine Pflichten, aber ich lasse mich nicht mehr ausnützen, sondern da setzt du klaren Grenzen, und das kostet natürlich auch Kraft, und als Ausgleich holst du die Lebensfreude oder Hobby oder was dir Spaß macht, was dir die Befreiung ist, und lebst deinen inneren Kind. Und das war dieses Jahreshoroskop. Und ich möchte mich nochmal bedanken für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.